Stellt euch vor, die Polizei ruft euch an und fragt, ob ihr Anzeige machen möchtet. Diese Scheiße wird mir keiner glauben. Deswegen mache ich ein Video darüber. Das wird mir wirklich keiner glauben. Das wird mir niemals jemand abkaufen. Heute zur Einleitung beim neuen Video. Das ist das dritte und letzte Video. Ich wollte es schon vorhin machen, aber ich habe einfach nicht die Energie dafür gefunden. Ja? Ab morgen geht es wieder ganz normal weiter. Ab und zu grätschen halt negative Energien mal rein bei mir ins Leben. Was ganz normal ist. Es kommt dann immer nur darauf an, wie man damit umgeht. Ich bin von Natur aus ein sehr, sehr positiver Mensch. Und es ist mir egal, wer zu mir ankommt. Ich begegne jeden einzelnen Menschen auf Augenhöhe. Und darum geht es im Leben. Ja? Kannst du mit Menschen nicht umgehen, kannst du sofort selbst mit Internet aufhören. Und darum geht es ja eigentlich. Ne? Ab und zu mache ich auch böse Witze, manchmal zu heftige, sarkastische Witze. Aber immerhin ist es trotzdem alles Unterhaltung. Ich mache wirklich nur Witze. Ich meine das alles nicht ernst. Alle meine Aussagen im Internet sind nicht ernst. Sowas wie Bio-Einmann, guckt euch die Hippies an. Ja, es hat sich was verändert in Berlin. Aber das ist ja nicht schlimm. Alles hat sich dennoch zum Positiven gewandelt. In Berlin. Früher war es halt, wie gesagt, viel, viel schlimmer. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Und es ist wieder unglaublich, was abgeht. Die Polizei hat mich angerufen. Ja, Freunde, lauter Überschrift. Die Polizei hat mich angerufen, also mich gecheckt. In dem Vorfall, die haben es ja hinten auf der Kamera gehabt. Die Polizei hat mich heute kontaktiert, aus dem heiteren Himmel. Wie auch immer, woher auch immer sie herausgefunden hat. Gut, auf meinem Kanal kann man mich ja sehen und mit allem drum und dran kann man mich ja ausfindig machen. Und dann habe ich auf jeden Fall noch einen Anruf bekommen, weil das war ja nicht das erste mit dem Delikt. Das wäre nicht das erste Mal in Berlin. Und ich hatte ja auch letztes Jahr schon Delikte gehabt, neben Berghain und Co. Die OGs unter euch, die mir länger schon zugucken, wissen es. So, die Polizei auf den Punkt zu kommen, die Polizei hat mich angerufen und hat sich das auf der Kamera angeschaut. Ja? Die Kripo, Kriminalpolizei in Berlin, hat mich angerufen und meinte zu mir, Herr so und so, wir haben alles auf der Kamera aufgezeichnet. Wir haben ihr Video aufgefangen, also sie haben sich mein Video angeguckt von gestern und haben die Aufnahmen von der Überwachungskamera unten in der U-Bahn herausgenommen, angeblich. Ich weiß nicht, ob das überhaupt echte Polizisten waren, aber es hat sich danach so angehört, ja, als wären das Polizisten gewesen. Ja, die kamen so aus dem heiteren Himmel, wo auch immer, woher auch immer meine Nummer sie rausbekommen haben oder wie sie meine Nummer rausbekommen haben, ist mir bis heute ein Rätsel. Und ich wechsle meine Nummern ständig eigentlich. Alle 3-4 Monate habe ich immer eine neue Nummer, so. Weißt du, was ich meine? Ja, die haben sie herausgefunden. Ich habe heute einen Anruf bekommen, heute gegen 19 Uhr, vorhin. Und ja, ich habe mit denen gequatscht und die meinten zu mir daraufhin, hey, du kannst eine Anzeige stellen. Die Leute sind uns bekannt. Und dann habe ich erstmal so geschmunzelt, ich habe erstmal so gelacht. Dann haben die am Telefon, hat er sich so komisch angehört und meinte auf dem Motto, was gibt es denn da zu lachen? Das ist ein ernstes Delikt, wir können denen ein Ding wegmachen. Da meinte ich zu denen, wollte mich eigentlich verarschen. Ja? Normalerweise, wenn man solche Leute anzeigt, passiert eh nichts. Warum soll ich mir jetzt diese Aufgabe da machen, jemanden anzuzeigen und danach mich mit denen immer zu diesen komischen Gerichten treffen? Abgesehen davon war ich doch da im Kreuzberg Zentrum, ne, am Kottbusser Tor, hätte dort oben direkt eine Anzeige machen können und die Leute komplett verpfeifen, die Polizisten wieder runtergehen und die auseinandernehmen. Aber das war ja nicht mein Ziel. Mein Ziel war, dass die Leute mich in Ruhe lassen. Ja, nicht mehr in die Kamera reinspringen, so wie jetzt ich filme und irgendein asozialer Eierkopf kommt rein und sagt, Bruder, warum filmst du mich? Das hier, sobald eine Kamera positioniert ist, unten in der U-Bahn, das hier ist ein öffentlicher Raum. Nochmal für die ganzen Karens und die ganzen Vögel unter euch, die Bio-Almans, die es leider nicht verstehen. Du musst überall eine Bewilligung einholen, dass du jeden filmen darfst. Das schreiben mir so viele Leute unter den Kommentaren. Und auch noch gebildete Leute, die auch studiert haben. Ja, nur den Basic gelernt haben, ja, die Matrix sozusagen kennen. Mehr kennen sie nicht. Das sind solche Leute. Aber die haben sich mit ihren Gesetzen nicht auseinandergesetzt. Ich darf filmen, wenn Leute aus Japan kommen und Fotos machen vom U-Bahnhof. Ist auch verboten, oder was? Lernt eure Gesetze besser. Ja. Und schreibt nicht ständig AfD unter die Kommentaren, sondern tut mal selber was. Ja? Anstatt rumzusitzen im Leben. Solange ihr euer Bier habt, ist alles schön und gut. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass auf Deutschland auch sehr, sehr schwierige Zeiten kommen werden. Noch schwieriger, wie sie jetzt sind. Jetzt ist alles noch ein Kindergeburtstag, meiner Meinung nach.
es wird noch richtig heftig abgehen hier. Und das ist keine Drohung, sondern eine Feststellung. Es wird hier noch richtig böse und asozial werden. Ja? Dann seid ihr aber dafür verantwortlich. Ja? Und nicht die Leute, die hierher kommen, sondern ihr, die Leute, die diese Leute wählen. Okay? Wem auch immer ihr wählt, ja? Die Elite hat sowieso zu entscheiden hier. Ja? Die entscheiden, was passiert hier. Jetzt höre ich mich wie so ein Typ, der seinen Verstand verloren hat. Nein, aber jetzt ohne Scheiß. Ja? Guck mal. Warum sollte ich diese Typen oder diese Leute da anzeigen, zu 10, zu 12, wenn sie sowieso freigelassen werden? Lernt doch eure Gesetze besser. Ich war so frech und habe den Polizisten am Telefon gesagt, sie kennen die Gesetze, sie kennen die Gesetzlage. Was bringt diese Anzeige, außer dass ich um 8 Uhr morgens bei ihnen erscheinen muss? Ja? Man hat auch so ein leichtes Schmunzeln gehört am Telefon. So auf dem Motto, warum erzählst du mir das? Ja, warum fragst du mich? Dann hat er mir daraufhin gesagt, es ist meine Pflicht, sie zu fragen. Ja, sie können das zur Strafanzeige stellen. Und ich meinte dann daraufhin zu ihm, aber wofür denn? Wovon denn? Was ist denn passiert? Die haben mich ja nicht bekommen. Oder die haben mich auch nicht gehauen oder nicht angefasst, richtig. Die wollten es. Ja, also die wollten mein Handy wegnehmen und mich abziehen und mir 2, 3 Kellen geben, so auf dem Motto. Da meinte der, wegen Beleidigung können sie die anzeigen. Ja, toll. Und dann habe ich sie wegen Beleidigung angezeigt und dann? So, weißt du, was ich meine? Das ist das, was mich aufregt an diesem deutschen System hier. Was mich wirklich richtig aufregt. Diese Leute hier machen, was sie wollen. Ja, Kriminelle, sage ich dazu. Ja, abgesehen von Nationalität, das ist alles egal. Es gibt auch deutsche, biodeutsche kriminelle Leute. Ja, diese Leute sind kriminell und die kommen durch damit. Ja, die kommen durch damit und die können machen, was sie wollen. Ja, morgen, übermorgen werden sie wieder freigelassen. So. Das ist so. Was mich richtig nervt und mich richtig wütend macht hier in diesem Land. Im Prinzip ist es so, du kannst jemanden erschlagen und danach passiert nichts. So, es passiert nur, du wirst nur verurteilt, wenn du jemanden getötet hast in dem Moment oder jemanden zusammengeschlagen hast. Dann wirst du verurteilt, noch nicht mal dann. So, was ist denn das für eine eklige Kacke hier geworden? Was ist aus diesem Land geworden? Auch wenn ich mich jetzt wie ein AfD-Vorsitzender anhöre, und das alles wie so eine AfD-Werbung klingt. Jetzt ohne Witz unter uns. Was ist das für ein Müll geworden? Ist das noch normal? Kann man seine Kinder dann irgendwann mal in Zukunft irgendwie rauslassen, alleine? Wenn die etwas älter werden, so in Richtung 16, 17, 18, müssen meine Kinder, bis sie 30 sind, zu Hause hocken? So, was ich meine? So, das sind so Fragen, die ich mir jeden Tag stelle, auch als Ausländer. Besser gesagt, Deutscher mit Migrationshintergrund. Ja, ich bin ja heute auch ein stolzer Besitzer eines deutschen Reisepasses. Ja? Ja, Bruder, ich bin geschockt und das nervt mich so hart hier in diesem Land. Das war damals mal anders, kann ich euch immer wieder sagen. Ja, also, ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Ja, das war's mit dem Video, Freunde. Gleich kommt meine U-Bahn und ich bin weg. Danke für die Aufmerksamkeit. Six all in the mix. Grüße aus Berlin-Kreuzberg. Die Polizei, auch sehr, sehr lustig. Die Leute sind so lustig. Gut, die machen auch nur ihren Job. Peace. Die Schnauze ist so voll, Alter. Ohne Witz. Haut rein.